Esse Nummer 69, Teil 7. Wenn ich nicht irre, schreibt Lactantius den Tieren nicht nur Sprech-, sondern sogar Lachfähigkeit zu. Und die Sprachabwandlungen, je nach Himmelsstrich, wie man sie bei uns beobachten kann, finden sich auch bei den Tieren ein und derselben Gattung. Aristoteles führt in diesem Zusammenhang die von Ort zu Ort wechselnden Rufe der Rebhühner an. Manche Vögel richten ihre Lieder nach den Jahreszeiten. Andere wieder ändern ihren heiseren Gesang nach des Wetters wechselvollem Gang. Welche Sprache jenes in völliger Einsamkeit aufwachsende Kind sprechen würde, müsste man freilich noch herausfinden, denn die darüber angestellten Spekulationen scheinen kaum triftig. Wenn man gegen meine Auffassung vorbringt, die von Geburt an Tauben sprechen doch kein Wort, antworte ich, der Grund dafür ist weniger, dass sie über die Ohren keine Unterweisung im Sprechen bekommen konnten, als dass der Gehörsinn, dessen sie beraubt sind, mit der Sprechfähigkeit auf natürliche Weise engstens zusammenhängt. Wir müssen deshalb das, was wir sprechen wollen, zunächst uns selber vorsprechen und vor unserem inneren Ohr zum Erklingen bringen, ehe wir es äußern. All dies sage ich, um die Ähnlichkeit der menschlichen Dinge mit denen der anderen Lebewesen zu betonen und uns in deren große Gemeinschaft zurückzuführen. Wir stehen weder höher noch tiefer als die übrigen Geschöpfe. Alles, was unter dem Himmel ist, sagt der Weise, folgt einerlei Gesetz und los. Keiner kommt, wer es immer sei, von des Schicksals Fesseln frei. Es gibt Unterschiede, es gibt Rangordnungen und Stufen, doch stets nur als Erscheinungsformen der einen Natur. Und solcher Art geht seinen Gang ein jeglich Ding in der Gestalt, die es vom Naturgesetz empfing. Man muss den Menschen streng in den Schranken dieser Ordnung halten. In Wirklichkeit hat der arme Wicht ja auch gar nicht das Zeug, sich über sie hinwegzusetzen. Er ist mit gleichen Banden an sie gefesselt wie die anderen Geschöpfe seiner Art und nimmt dabei noch eine sehr mittelmäßige Stellung ein, ohne jedes Vorrecht, da ihn keinerlei wesentliche, wahre Höherwertigkeit auszeichnet. Jene, die er sich in seiner Einbildung selber zuerkennt, hat weder Hand noch Fuß, Und wenn es stimmen sollte, dass allein ihm unter allen Lebewesen die Freiheit des entfesselten Meinens und Denkens eignet, durch die er, was ist und was nicht ist, zu erkennen wähnt, das Wahre und das Falsche, sein Wünschen und Wollen, so stellt das einen Vorzug dar, der ihm teuer zu stehen kommt und dessen sich zu rühmen er kaum Veranlassung hat, denn gerade diesem Quell entspringen hauptsächlich die ihn so hart bedrängenden Übel. Sünde und Krankheit, Wankelmut und Ratlosigkeit, ja Verzweiflung. Ich behaupte also, um auf mein Thema zurückzukommen, dass es keinen vernünftigen Grund gibt zu meinen, die Tiere täten aus zwanghaftem Naturtrieb, was wir aufgrund eigener Wahl und erworbener Kunstfertigkeiten tun. Von gleichen Ergebnissen müssen wir vielmehr auf gleiche Kräfte schließen und folglich zugeben, dass eben der Verstand und eben der Weg, die unser Werken und Wirken bestimmen, im selben Maße auch für sie bestimmend sind, wenn nicht in höherem. Warum vermuten wir bei ihnen solch zwanghaften Naturtrieb, wo wir doch bei uns nichts dergleichen wahrnehmen?
ganz abgesehen davon, dass es ehrenvoller und dem gottgewollten Zustand näher ist, sich von seiner naturgegebenen und unabänderlichen Beschaffenheit zu geregeltem Handeln leiten und verpflichten zu lassen, als sich in seinem Handeln auf gut Glück nach einer ungeregelten Freiheit zu richten. Wir gewinnen an Sicherheit, wenn wir der Natur statt uns die Zügel unserer Lebensführung anvertrauen. Unser eitler Hochmut verführt uns jedoch dazu, dass wir unser Können lieber unseren eigenen Kräften als der Freigebigkeit der Natur verdanken wollen. Damit aber überlassen wir deren reiche Gaben den anderen Lebewesen, um uns mit unseren erworbenen Eigenschaften zu ehren und zu adeln, eine recht einfältige Haltung, wie mir scheint. Ich jedenfalls würde gänzlich mir eigene, da mir eingeborene Vorzüge mindestens genauso schätzen, wie in mühsamer Lehre zusammengebettelte. Es steht nicht in unserer Macht, eine schönere Auszeichnung zu erwerben, als die Gunst Gottes und der Natur. Nehmen wir als Beispiel für die Ähnlichkeit von Mensch und Tier jenen angeleinten Fuchs, dessen sich die Bewohner Thrakiens, wenn sie einen zugefrorenen Fluss überqueren wollen, dergestalt bedienen, dass sie ihn vorher freilassen. Sehen wir ihn, wie er am Ufer sein Ohr dicht ans Eis legt, um zu hören, ob das Wasser darunter in weiterer oder näherer Entfernung vorbeirauscht, und wie er dann, je nach der hieraus gefolgerten größeren oder geringeren Dicke der Eisschicht, entweder vorangeht oder zurückweicht. Hätten wir da nicht allen Grund anzunehmen, dass er dieselbe Überlegung anstellt, die uns durch den Kopf ginge, und der Kraft seines gesunden Naturverstandes zu dem wohlbedachten, wohldurchdachten Schluss gelangt: Was Geräusch macht, bewegt sich. Was sich bewegt, ist nicht gefroren. Was nicht gefroren ist, ist flüssig. Und was flüssig ist, hält keiner Last stand. Denn sein Verhalten, lediglich der Schärfe seines Gehörs und nicht auch seinem logischen Denkvermögen zuzuschreiben, scheint mir völlig abwegig und keiner Erwägung wert. Dasselbe gilt für die vielerlei listigen Einfälle, mit denen die Tiere sich den Nachstellungen entziehen, die wir gegen sie im Schilde führen. Wenn wir uns aber eine gewisse Überlegenheit deswegen zusprechen wollen, weil es andererseits oft in unserer Macht steht, Tiere zu fangen, uns ihrer zu bedienen und sie uns nach Belieben nutzbar zu machen, so handelt es sich hierbei bloß um dieselbe Vorherrschaft, die wir Menschen ja auch übereinander ausüben. Wir halten uns zum Beispiel Sklaven. Und hat es etwa nicht die Klimakiden gegeben, jene syrischen Frauen, die auf alle Viere niedergeduckt, den vornehmen Damen als Trittbrett und Stufenleiter zum Besteigen ihrer Kutschen dienen mussten? Selbst die meisten freien Menschen überantworten um geringster Vorteile willen ihr Sein und Leben fremder Verfügungsgewalt. Unter den Frauen und Konkubinen der Thraker kämpft jede um den Vorzug, am Grab ihres Mannes getötet zu werden. Und ist es den Tyrannen nicht jederzeit gelungen, genug ihnen völlig ergebene Männer zu finden, sogar solche, die sich obendrein verpflichteten, sie wie im Leben so auch im Tod zu begleiten? Ganze Heere haben sich unverbrüchlich an ihre Feldherren gebunden. Die Eidesformeln in der harten Schule der auf Leben und Tod kämpfenden Gladiatoren
enthielt folgendes Gelöbnis: Wir schwören, dass wir bereit und willens sind, uns in Ketten legen, verbrennen, zusammenschlagen und mit dem Schwert töten zu lassen, sowie alles hinzunehmen, was rechte Gladiatoren von ihrem Herrn hinzunehmen haben, indem sie Körper und Seele auf das Gewissenhafteste seinem Dienste weihen. Verbrenn den Kopf mir mit dem Schwert, verletz mich mit schneidend scharfem Peitschenschlag, zerfetz mich. Diese Verpflichtung war unwiderruflich, und dennoch fanden sich in einem einzigen Jahr 10.000 Mann, die der Gladiatorentruppe beitraten und den Tod fanden. Wenn die Skythen ihren König begruben, erdrosselten sie auf seinem Leichnam seine Lieblingskonkubine und seinen Mundschenk, seinen Stallmeister und seinen Kämmerer, seinen Kammerdiener und seinen Koch. Und zu seinem Jahresgedächtnis töteten sie 50 Pferde, auf denen 50 Pagen saßen, die sie durch das Rückgrat bis zum Genick aufgespießt hatten, und sie stellten sie solcher Art um das Grabmal herum zur Schau. Die Menschen, die uns bedienen, werden geringer entlohnt und mit weniger Aufmerksamkeit und Freundlichkeit behandelt als unsere Vögel, Pferde und Hunde. Zu welchen Verrichtungen erniedrigen wir uns doch, damit diese sich wohlfühlen? Ich glaube nicht, dass selbst die Geringsten unter den Dienern für ihre Herren gerne täten, was die Fürsten für ihre Tiere zu tun sich zur Ehre anrechnen. Als Diogenes sah, wie seine Eltern sich abmühten, ihn von der Sklaverei freizukaufen, sagte er: Sie sind verrückt. Ich habe doch meinen Herrn als Sklaven, da er mich versorgt und ernährt. So müssten auch jene, die sich Tiere halten, sagen, sie bedienten sich sie eher, als dass sie von ihnen bedient würden. Überdies sind die Tiere insoweit stolzer als wir, als sich etwa ein Löwe nie aus Mangel an Mut einem Löwen unterwirft oder ein Pferd einem Pferd. Wie wir auf die Jagd nach Tieren gehen, so die Tiger und Löwen nach Menschen, und auch unter sich jagen die einen die anderen, die Hunde, die Hasen, die Hechte, die Karpfen, die Schwalben, die Mücken, die Sperber, die Amseln und Lerchen. So atzt der Storch die junge Brut mit Schlangen, von ihm auf abgelegenem Feld gefangen, und in des Bergwalds Schluchten stürzt sich je der Adler auf den Hasen und das Reh. Bei der Jagd teilen wir wie Anstrengung und Gewandtheit so auch die Beute mit unseren Hunden und Beizvögeln, und oberhalb der Stadt Amphipolis in Thrakien gehören die erlegten Tiere genau zur Hälfte den Jägern und den Falken. Längs des Maiotissees wiederum zerreißen die Wölfe, wenn sie vom Fischer nicht auf ehrliche Weise einen dem seinigen gleichen Anteil an jedem Zug bekommen, auf der Stelle die Netze.